Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Mit dem Wochenspruch aus dem Buch Jesaja begrüße ich Sie alle sehr herzlich zum heutigen Gottesdienst am 3. Advent. Gott kommt auf uns zu. Das feiern wir im Advent. Wir bereiten uns und alles vor für das Weihnachtsfest, an dem wir feiern, dass Gott uns ganz nahe kommt und unsere Herzen berührt. Wir leben auf dieses Fest zu in diesen Tagen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, im Namen der Liebe, die uns trägt, im Namen der Hoffnung, die auch im Leid lebendig bleibt, und im Namen der Kraft, die uns anrührt und stärkt. Amen. Wir wollen beten. Du bist auf dem Weg zu uns, Gott. Wir möchten dir entgegengehen, aber so vieles verstellt uns den Weg für deine Güte. Tröste uns, wenn wir verzagt sind. Zerstreue unseren Zweifel. Überwinde, was uns von dir trennt, damit wir dir begegnen. Darum bitten wir dich. Und in der Stille sagen wir dir, was wir heute auf dem Herzen haben. Auf dich, Gott, hoffen wir, der du in Jesus Christus gekommen bist und uns nahe sein willst mit deinem Geist in Ewigkeit. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, was würden Sie sagen oder denken, wenn ich jetzt und hier nichts mehr sagen würde? Manchmal verschlägt es einem die Sprache. Vor Freude, vor Schreck, wegen eines Schocks, aus Angst, aus Ratlosigkeit, wegen einer unglaublichen Überraschung, wegen einer unglaublichen Nachricht. Manchmal verschlägt es einem die Sprache. So ging es einem alten Priester. Von ihm erzählt der Evangelist Lukas. Mit ihm beginnt das Lukas-Evangelium, Zacharias. Er kann nicht glauben, was ihm geschieht und was ihm von Gott geschehen soll. Etwas Neues soll kommen, etwas Gutes. Ein Wunsch soll erfüllt werden, gegen alle menschliche Erfahrung, gegen den Augenschein. Eine ganz neue Zukunftsperspektive. Zacharias zweifelt. Und ich kann ihn darin gut verstehen. Es ist irritierend, was ihm gesagt wird, was er hört. Einen Sohn sollen seine Frau und er im hohen Alter bekommen. Das kann er nicht glauben. Und das ist verständlich. Alles andere wäre doch irgendwie nicht normal. So etwas kann man doch nicht glauben, wenn man alt und lebenserfahren ist. Er ist nicht der Einzige in der Bibel, der zweifelt. Ohne Zweifel geht es nicht, sonst wäre Gott nicht Gott und Gottes Botschaften und Gottes Handeln wären dann nichts Neues. Irritierend gut kann das sein mit Gott, so dass man es gar nicht fassen kann. Die Begegnung mit dem Wunder, mit dem Neuen, weckt aber nicht einfach helle Begeisterung, sondern Skepsis und Missverstehen. Das ist Weihnachten nicht anders als Ostern und Pfingsten.
Und es wäre auch seltsam, wenn es das nicht täte. Wenn wir alles schon wüssten und uns nichts wundern würde, dann gäbe es kein Wunder mehr. Der Glaube an Gott und an die frohe Botschaft von Gott ist eine unmögliche Möglichkeit. Zweifel und Skepsis gehören dazu. Sie sind unvermeidbar, wenn wir ehrlich und redlich sind. All die Zweifler und Zweiflerinnen in der Bibel bahnen uns den Weg zur Annahme der Botschaft von Gott. Zweifel sind sozusagen die notwendigen, kreativen Wehen von Wahrheit und Glauben. Ohne Zweifel keine Wissenschaft, ohne Zweifel kein Glauben. Doch leider stehen sie gar nicht hoch im Kurs. In der Kirchengeschichte nicht und heute auch nicht. Denn sie sind unbequem, die Zweifel. Dazu mag auch beigetragen haben, dass der Engel, der Bote Gottes, in der Geschichte von Zacharias sehr verschnupft auf dessen Zweifel reagiert. Er lässt Zacharias verstummen. Zacharias hat es die Sprache verschlagen. Er schweigt. Etwas anderes kann er nicht mehr. Angesichts der unglaublichen Ankündigung, angesichts der unglaublichen Anrede durch den Engel. Und damit wird er, der Priester, selbst zu einem Zeichen. Zum Zeichen dafür, dass etwas geschehen ist und geschehen wird, was sich nicht in Worte fassen lässt. Er kann nichts mehr fragen, nichts mehr sagen, auch nicht mehr klagen. Damit bleibt die Ansage des Engels einfach stehen, ohne Widerspruch. Deshalb, was würden Sie denken, wenn ich nichts mehr sagen würde? Die Botschaft von Weihnachten kennen Sie. Sie ist eigentlich so unfassbar, dass sie sich nicht in Worte fassen lässt. Und wovon man nicht sprechen kann, muss man schweigen. Oder singen. Gelobt sei Gott, bricht es aus Zacharias heraus, nachdem die Ankündigung wahr geworden ist und sein Sohn Johannes geboren ist. Der Evangelist Lukas erzählt. Und Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk und der Vergebung ihrer Sünden durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, auf das es scheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Das lesen wir im Evangelium nach Lukas, am Ende seines ersten Kapitels. Gelobt sei Gott. Können und wollen wir einstimmen? Vermutlich haben wir die Sätze dieses alten Liedes nicht alle bis ins Einzelne verstanden. So ist es manchmal mit Liedern und Gedichten. Doch ihren Grundton, ihre Stimmung können wir aufnehmen. Viel leichter als die einzelnen Worte.
Gelobt sei Gott! Die Geburt des Kindes weckt alte Glaubenshoffnungen. Das geht nicht nur Zacharias so. Sein Lobpsalm erinnert an Gottes Treue, die sein Volk und er schon mehrfach erfahren haben. Erinnerungen an Gottes Wohltaten. Es ist eine Rückbindung an die Väter und Mütter im Glauben. Kein Leben und kein Glaube kommen aus uns allein. Wir können uns nicht selbst das Leben geben und wir können uns nicht selbst den Glauben geben. Die erinnerte Hoffnung unserer Vorfahren trägt uns, auch jetzt wieder in der Erwartung von Weihnachten. Auch wenn uns eigener, individueller Glaube geschenkt wird, so kommt dieser doch nicht ohne das aus, was uns von den Vorfahren überliefert und in der Familie erzählt worden ist. Nun, mit seiner eigenen, großen Erfahrung mit Gott, kann sich Zacharias umso mehr und vollmundiger einordnen in die großen Erinnerungen und Hoffnungen seines Volkes. Gott hat besucht und erlöst sein Volk. Das klingt für unsere Ohren schon weihnachtlich. Zugleich ist in dem Lied die Sprache des Kampfes zu hören. Es geht um Heil in schwerer Zeit. Zacharias ist erfüllt von träumender Erinnerung und hoffnungsvollem Neuanfang. Denn ein neugeborenes Kind ist immer ein neuer Anfang. Und die erinnerte Hoffnung seines Volkes wird auch seinen Sohn Johannes begleiten. Und alles, was von Johannes gesagt wird, verweist auf Christus. Das Lied des Zacharias ist wie ein Lobgesang, ein Gedicht am Morgen, am Anfang eines neuen Tages. Noch ist die Finsternis nicht vorüber, doch das Licht ist schon sichtbar. Dafür hat das Gedicht schöne Sprachbilder. Das Licht aus der Höhe wird uns besuchen, auch wenn wir noch in der Finsternis sitzen. Das ist nicht das Licht, das wir uns selbst machen. Besonders jetzt wieder, in der Adventszeit, machen wir uns viel Licht. Sondern das ist Gottes Licht. Doch all unsere vielen Lichter in der Advents- und Weihnachtszeit sind ein Symbol dafür. Sie erinnern uns, dass die dunklen Realitäten dieser Welt und manchmal auch unseres eigenen Lebens nicht alles sind. Da ist noch mehr. Schaut hinauf, schaut hinüber. Es gibt Licht, Licht aus der Höhe, Licht von Gott, jeden Morgen neu. Und es geht um einen neuen Weg, den Weg des Friedens, dem wir folgen können. Gelobt sei Gott, Zacharias atmet auf. Er hat seine Sprache wiedergefunden und seinen Glauben. Gelobt sei Gott. Können wir einstimmen, auch wer zur Nacht geweint? Nein, es ist noch längst nicht alles gut. Gelobt sei Gott. Können wir einstimmen? Wohl nicht so vollmundig und ungebrochen, besonders nicht in diesem schwierigen Jahr. Und richtig zusammen singen geht ja derzeit leider gar nicht. Vielleicht bringen wir eher ein leises Gott sei Dank hervor. Gott sei Dank können wir hier sitzen und Gottesdienst feiern, trotz allem. Gott sei Dank gibt es die Botschaft vom Licht, das in die Finsternis kommt. Gibt es die Botschaft vom Besuch Gottes, vom Weg des Friedens. Wir brauchen all dies so dringend. Und unsere Welt braucht all dies so dringend. Gelobt sei Gott. Wer nicht in den Lobgesang des Zacharias einstimmen kann, kann vielleicht innerlich in Jochen Kleppers Lied einstimmen. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld. Doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld, beglänzt von seinem Lichte,
hält euch kein Dunkel mehr. Von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Spüren ihre Gebrechen und das, was sie an Schönem verloren haben. Wir bitten dich, sei ihnen nahe mit deinem Trost. Lass ihnen dein Licht leuchten in der Finsternis. Gott, wir denken an Menschen, die die Folgen der Pandemie besonders schlimm zu spüren bekommen, weil sie krank geworden sind. Sei bei ihnen und hilf, dass ihnen die notwendige medizinische Versorgung zukommt. Lass ihnen dein Licht leuchten in der Finsternis. Gott, wir bitten dich für die Menschen, die in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeheimen arbeiten. Gib ihnen Kraft und jeden Tag neue Energie. Lass ihnen dein Licht leuchten. Gott, wir denken an Menschen, denen Einkommen und Arbeitsmöglichkeiten derzeit fehlen. Zeige ihnen neue Perspektive und uns allen Wege der Solidarität und Unterstützung. Lass sie das Licht am Ende des Tunnels sehen. Gott, wir beten für die Menschen in den Regierungen, die schwierige Entscheidungen treffen müssen in dieser Zeit. Lass ihnen dein Licht der Weisheit leuchten und gib ihnen Mut und Kraft. Gott, wir denken an die Menschen in den vielen Krisengebieten unserer Erde, die leiden unter Gewalt oder Hunger oder beidem. Ihre Probleme sollen nicht vergessen werden. Gib ihnen Durchhaltevermögen und Hoffnung und lass sie Hilfe erfahren. Zeige den Verantwortlichen Lösungswege. Lass dein Licht leuchten in der Finsternis. Mach Frieden, Gott. Mach Frieden und Gerechtigkeit.
Gott, du Mutter und Vater des Lebens, wir denken auch an die Menschen, die uns der Tod genommen hat. Birg sie in deiner Hand und schenk uns die Gewissheit, dass Leben und Liebe stärker sind als der Tod. Das alles bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder, der uns in Tod und Auferstehung voranging. Wir beten sein Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.